Ich habe meinen Mann gerufen, hast du gelesen, wir kommen daheim. Lachen, Freude. Die Spuren von der Erdrutsche Ende August 2023 sind hier in Schwanden auch heute noch deutlich sichtbar. Seither mussten viele Anwohnerinnen und Anwohner sich einen anderen Schlafplatz suchen. Dank dem Bau einer Schutzmauer dürfen rund 20 Evakuierte wieder zurück in ihre Häuser. Jemand von ihnen ist Daniela Hefti. Ich glaube, es ist uns noch gar nicht bewusst, dass wir heim haben. Ich glaube, die erste Nacht, wenn wir dann hier schlafen und morgen einmal hier nehmen, ich glaube, dann kommt die Emotion, glaube ich, erst. Ich weiss nicht, jetzt hast du so viel, was du musst studieren und machen und ja, die erste Maschine drinnen funktioniert schon nicht und ja, so Sachen. Das müssen wir bis dort noch machen, dass das überhaupt möglich ist? Im halben Kanton unsere Möbel zusammensuchen. Wir haben bei Kollegen, Freunden unsere Ware gestellt. Was müssen wir heine? Was können wir heine? Jeden Karton auftun. Wir haben die 4 Stunden alle in Karton hineingeworfen. Keine Ahnung, wo was ist. Die Wohnung abgeben muss ich dann auch noch, wo wir jetzt wohnen. Mein Mann wird am Samstag zur Nacht schlafen, wenn alles gut geht und das Wetter mitspielt am Samstag. Das ist das Ziel, dass wir eigentlich heimzügeln. Das Haus von Daniela Hefti und ihrem Mann ist zum grössten Teil verschont geblieben. Nur im Keller hat es ein paar Spuren. Da ist es bei uns reingelaufen, der ersten Nacht. Da haben wir Schlamm gehabt, den wir selber rausgenommen haben. Und danach haben wir es angeschaut im Frühling. Da haben sie hier alles, das Kies rausgenommen, die Platten rausgenommen, alles runtergewaschen. Da hat es nicht viel gemacht. Es ist von der Feuchtigkeit alles streichen wieder. Ja. Wir haben wirklich Schwein, weil der Mann hat alles vermacht draussen, genau. Und da haben wir Glück gehabt, dass wirklich danach nicht mehr da reingelaufen ist. Auch der Erilmas Mustafa kann wieder zurück in seine Wohnung. Und er muss für seine Rückkehr gar nicht mal viel zügeln. Ich habe nur 2-3 Hemden und diese Jacke, noch eine Jacke, sonst nichts. Alles sind innen geblieben. Ah, dann müssen Sie gar nicht so viel jetzt machen. Nein, ja. Nach 13 Monaten freut er sich vor allem auf gemeinsame Zeit mit seiner Familie. Er, seine Frau und die beiden Söhne haben nämlich in separaten Unterkünften gewohnt. Es war schwierig, weil Frau andere Ort wohnen, andere Sohn andere Ort, ich andere Ort. Die Familie sind schon klein durcheinander, oder? Aber jetzt plötzlich wieder wir alle zusammen. Das ist wieder gut. Was machen Sie als erstes? Nicht. Ja. Einfach lachen. Freut, also mindestens wieder raus, oder?